Ja, hallo und herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder in Fallout 4. Jetzt muss ich hier aber erstmal den Radio ausschalten. So. Ja, wir spielen nach langer Zeit mal wieder Fallout 4. Ich befinde mich hier in einer... Oh, wie aufregend all das doch ist. Ja, wir befinden uns hier in einer Fabrik bei... Diamond City, ne, Lexington. Und ja, jetzt gucken wir hier erstmal, was es hier alles zum Holen gibt. So, was haben wir hier? Rider. Ich muss auch ehrlich sagen, seit dem letzten Video vor circa einem Jahr habe ich das Spiel auch echt nicht mehr gespielt, nur mal kurz. Hatte dann aber auch keine Lust mehr. So, was brauchen wir denn? Sicherung. Ich denke, eine Sicherung kann man immer gebrauchen. So, Schaltplatte, Militärstand. Kann man bestimmt brauchen. Patronen, 5,56 mm, weiß nicht. So. Kinderspiel, aber da muss man einfach zugreifen. Genau. Was haben wir denn hier Schönes da drin? Nice. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hoffe, dass die Aufnahme so geht. Ich habe mir jetzt mal das Programm OBS runtergeladen, um einfach mal ein anderes Aufnahmeprogramm zu haben als das MSI Afterburner, weil das hat nie so richtig funktioniert, wie ich das wollte. Jetzt probiere ich das hier mal. Oha. Da habe ich... Weiß ich auch nicht mehr, wie das richtig funktioniert. Aha. Splittergranate, ja. So was brauchen wir denn alles eigentlich nicht hier. Mal den ganzen Scheiß hier raus. Und Fusionszelle kann man immer gut gebrauchen. Ja, ne, ich denke, jetzt kann man hier mal looten gehen. Mal gucken, was hier so gibt. So, 45er Patrone, Impro. Na gut, das brauchen wir ja nicht. Aber 45er Patrone, ich weiß gar nicht, für welche Waffe die jetzt hier ist. 10mm Pistole, ach, das ist die, okay. Ja, da habe ich aber eigentlich auch genug. 38er, ich weiß gar nicht, für was die 38er Munition ist. So, die können wir mal nehmen. Fusionszelle, immer gut. Schrotpatrone auch, Fusionszelle brauchen wir auf jeden Fall. Für die, für den Anzug. Für diesen, ja, für diese Powerrüstung. Oder wir gehen mal hier hoch. Das sieht doch gut aus, weil ich habe hier unten den Wegmesser. Jetzt geht er. Ich muss ehrlich sagen, ich habe absolut keinen Plan. Okay. Ich weiß, den Roboter kann ich hier irgendwie aktivieren. Oh fuck. Machen wir mal Virus. Dieses Terminal wurde gesperrt, weil damit kann ich diesen Roboter hier aktivieren. Der tötet dann auch die Menschen. Geschafft. So, jetzt habe ich durch Glück dieses Passwort hier rausgefunden. Machen wir einfach mal. So. Für dieser Roboter. Jetzt, ich glaube, jetzt ist dieser Roboter nämlich. Okay.
Mal gucken, was passiert. Das wird nicht lang dauern. So. Bams, Junge. Ich weiß jetzt halt auch nicht. Was ist denn da los? Weiß ich nicht. Wow, 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 wow. Wo ist meine Sniper? Da ist meine Sniper. Ach scheiße, muss erst nachladen. Jetzt ist hier mal Action, du. Ja, natürlich nicht getroffen. Kann ich aus der Hüfte besser schießen. Fuck, wo ist jetzt mein Roboter? Ist der schon down oder was? Oh fuck, Granate. Scheiße. Ja, genau, der soll mal vorgehen hier. Genau, mit der Säge, richtig so. Was ist denn eigentlich? Nice. Du versteckst dich hier. Nice. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder. Nuka Cherry. Nochmal. Das müsste eigentlich schon reichen. Ja, reicht so. So, warten, bis ich regeneriert bin. Ich lasse nie eine Aufgabe unvollendet. Irgendwann finde ich dich. Diese Stimme erinnert mich an was, aber... So, die müssen noch irgendwo... Weißt du was, da gehen wir einfach mit der Schrotflinte drauf. So, ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wo dieser Roboter hier ist. Ich hoffe, der ist nicht down. Jetzt gehörst du mir, Würstchen. Ja, dann komm doch her. Das ist jetzt unschön. Das ist jetzt wirklich unschön hier. Nein! So, ja. Gut. Macht nicht den gewünschten Schaden. Wir brauchen hier etwas mehr Action. So. Psycho, Mad X. Ja, hat nichts gebracht. Muss auch ehrlich sagen, ich weiß. Ich weiß jetzt nicht so unbedingt, für was die jetzt. So, dann nehmen wir mal einmal ein Redaway. Redaway. So. Ja, ich auch. Down. Ja, genau, genau. Bams, Junge. So, jetzt würde ich aber gern wissen, wo der Roboter ist. Ob der wirklich down ist? Ja, der ist down. Stahl-6, Terminal-Grafikkarte, was ist denn das? Keine Ahnung. Stahl kann man immer mal wieder gebrauchen. So, jetzt gehe ich mal hier die anderen Leichen looten hier. Wenn ich sie finden würde. Die sind wahrscheinlich oben. Ja, ganz ruhig. Ja, wir brauchen ja eigentlich nichts looten. Ich habe ja eh alles. So, öffnen. So. Den haben wir jetzt getötet. Karte. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin?
Berichte den Siedlern bei Tenpines Bluff von deinem Erfolg. Gut, wo müssen wir hin? Ich müsste mich da jetzt auch eigentlich genau... So, jetzt sind wir nämlich hier wieder auf dem Berg und gehen einfach mal zu denen hin und sagen das ihm. Oh, wollte ich nicht. Mit dem will ich reden. Hast du die Raider gefunden? In den Arsch getreten. Ja, ich habe ihn für euch in den Arsch getreten. Sieht geil aus. Sieht ziemlich das geil sind aus. Die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten. Und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. So. Mit dem haben wir jetzt geredet. Mal gucken. Tattoo-Pflanze. Oh, geiles Wort. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich glaube, ich habe dir nie erzählt, was mit Minutemen passiert ist. So, ich eine der Letzten. Ich bin ganz ohr. Hast du mal vom Quincy Massaker gehört? Was ist da passiert? Ich dachte, inzwischen müsste jeder im Commonwealth davon. Die Minutemen verrieten sich gegenseitig. Und die Leute, die sie schützen sollten. Ich war in Colonel Hollis-Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend daraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, allein zurückzubleiben. Ja, schätze, das tust du. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Ich weiß doch gar nichts über die Minutemen. Das ist egal. Die Minutemen der letzten Jahre sind fort und niemand wird sie vermissen. Wir brauchen keine Politspielchen mehr. Keine Streitereien über Ressourcen oder Diskussionen darüber, wer das Kommando hat. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Mr. Garvey hat recht, Sir. Wenn jemand die Leute einen kann, dann sie. Wieso glaubst du, dass ich das kann? Du hast uns in Concord gerettet. Du hattest dadurch keinen Vorteil und du hattest deine eigenen Probleme. Aber du hast es trotzdem gemacht. Diese Art von Selbstlosigkeit sieht man hier schon seit einer Weile nur noch sehr selten. Okay, ich mach's. Sehr gut, Sir. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung für das Commonwealth. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Warum nennst du mich General? Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keine Nachfolger einigen. Das einzig Gute der letzte Minutemen zu sein ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir das mal. Aber das kommt alles im nächsten Teil. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.